Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play League of Legends. Mein Name ist Einstein New und heute spiele ich für euch Ezreal, den Milchbubi, mit dem früher keiner spielen wollte. Das Wichtigste, wie immer zuerst, League of Legends ist kostenlos und der Link zum Download befindet sich in der Informationsbox, genauso wie der Link zu Einstein New LP auf Facebook. Wir schauen uns die Teams an. Im gegnerischen Team haben wir Viktor, Lux, Cho'Gath im Jungle, Varus und Vladimir. Und in meinem Team haben wir Shyvana gespielt von Larrabee. Die sehen wir jetzt hier auch direkt oben rechts in der Ecke stehen. Das ist ein Random. Dann meine Wenigkeit als Ezreal, den Dominik als Supporter meines Vertrauens als Soraka. Der geht mit mir zusammen auf die Botlane. Der Maggi wird APJ oder wie wir ihn mittlerweile liebevoll nennen, Apache, in der Mitte spielen. Und auf der Top-Lane der ja, Noob-Champ vor dem Herrn, direkt in einer Reihenfolge mit Tryndamere, nämlich Darius, gespielt von Bassleiter. Da kann ich schon mal eine Ankündigung machen. Ich habe mich neulich auch noch mal an ihm vergewaltigen lassen. Und zwar nicht von, sondern an ihm. Ich habe ihn wirklich noch mal gespielt, einfach nur so zum Abschluss eines Tages, um noch mal einfach zu rapen. Und ja, hat halt mal wieder funktioniert. Deswegen wird vielleicht auch irgendwann in naher Zukunft noch ein Darius Let's Play rauskommen. Hatten wir zwar auch, ja, vor nicht allzu langer Zeit, wobei nicht allzu lange Zeit, auch knapp 1 bis 2 Monate sein könnte. Erstmal hier die Emotes. Ja, macht so ein paar lustige Sachen. Sein Tanz ist, ja, seiner neuen Splash-Art nachempfunden, nämlich so schwul. Aber gut, okay, jedem das seine. Und er macht trotzdem sehr viel Spaß. Und deswegen würde ich sagen, gucken wir jetzt auch hier direkt mal nach seinen Fähigkeiten. Wir haben als Passive die Rising Spell Force. Und ja, die ist oder basiert quasi darauf, dass Ezreal ja ein sehr Skillshot-basierter Champion ist. Und jedes Mal, wenn er mit einer seiner Fähigkeiten ein Ziel trifft, erhöht sich seine Angriffstempo um 10% für 6 Sekunden. Und das Ganze kann bis zu 5-mal stacken. Das heißt, wenn ihr das schafft, wirklich zügig hintereinander rauszuhauen, dann habt ihr dann mal eben locker 50% erhöhtes Angriffstempo, was jetzt als AD-Carry nicht allzu schlecht ist. Dazu habe ich als erstes genommen sein Q, das ist der Mystic Shot, wie zu erwarten ein Skill Shot. Da schießt er also so einen Energiebolzen durch die Gegend, werden wir sicherlich gleich auch mal sehen, wenn jetzt hier Tante Lux, ja, kommt jetzt auch direkt schon an und haut mich fast schon tot. Ich kriege hier direkt mal richtig aufs Gesicht. Jetzt kommt dann noch hier der Arrow von, oh, das war auch, glaube ich, sehr gut, dass der Willi da noch vor mir stand. Ich weiß nicht, wie war das? Jetzt muss ich gerade selber nochmal gucken, neulich war Russell's Play gemacht und weiß es schon selber nicht mehr. Ja, genau, das war, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig, auch wenn ich jetzt hier schon wieder fast sterbe. Da muss ich sogar meinen Summoner Heal noch einsetzen und sogar noch wegflashen. Also das heißt, ich habe jetzt innerhalb der ersten 1 Minute schon mal beide Summoners verbraucht. Dazu auch noch 2 Healpots oder so. Das geht also hier schon mal sehr, sehr gut los und aggressiv gegen Lux und Varus. Denn wie ihr sehen könnt, beim Second Cast, also bei was da bei Second Cast steht, der Schaden wird um 15% pro Gegner verringert. Und da der Willi gerade im letzten Moment da noch vor mich gesprungen ist, da nochmal herzliches Dank dafür, denn sonst wäre das Spiel sicherlich nicht so gelaufen. Da ich ja nachher noch ungefähr 10 HP hatte oder sowas in dem Bereich, wäre ich wahrscheinlich sonst mit den 15% Schaden mehr draufgegangen. Dementsprechend, ja, war das, glaube ich, hier schon sehr, sehr gut, dass der Dominik da noch vor mich gehüpft ist. So, jetzt aber zurück zur Lane und dann vielleicht auch jetzt doch endlich mal zum Mystic Shot, wie gesagt. Er schießt so einen Energiebolzen ab, der ja, physischen Schaden macht, allerdings mit AD und AP skaliert. Deswegen kann man Ezreal, weil eigentlich alle seine Fähigkeiten auch mit AP skalieren, gerade auch von der Essence Flux hier, kann man in Ezreal auch sehr gut auf AP spielen. Das flasht der Wille sich hier noch hinter. Jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen. Ich sollte jetzt hier eigentlich im direkten Duell gegen Varus eigentlich einen ganz guten Vorteil haben und bisschen Glück mit dem nächsten Schiff kriege ich ihn noch, genau, mit dem nächsten Mystic Shot habe ich ihn dann weggeholt und damit dann First Blood für unser Team geholt. Sehr gut, also hier mal die aggressive Spielweise der Gegner ausgenutzt und ja, dann halt auch den Vorteil rausgezogen, dass ich hier dann zumindest mit meinem Skillshot ab und zu auch mal treffe. Da habt ihr auch gerade nochmal den Mystic Shot gesehen. Das Gute am Mystic Shot ist der, macht auch On-Hit-Effekts auf
den Gegner quasi, wenn man damit trifft, sprich, wir werden also gleich sehen, ich werde als erstes Item auf Festival ein Trinity Force bauen, das heißt, da wird dann zum Beispiel natürlich der Phage Proc oder auch der Sheen Proc dann drauf angewendet, wenn ihr mit eurem Mystic Shot trefft. Und als letzte zusätzliche Beigabe, als wenn das nicht schon genug wäre, gibt's auch noch bei ja, jedem getroffenen Mystic Shot eine Cooldown Reduction auf allen anderen Fähigkeiten um eine Sekunde, was also gar nicht so schlecht ist, denn später wird man seinen Mystic Shot eigentlich doch relativ durchspammen und auch recht häufig treffen und demnach ist natürlich dann auch der Cooldown von seiner Ultimate, True Shot Barrage, hier noch 72 Sekunden natürlich erheblich verkürzt, wenn man da alle 3 Sekunden mal so ein Ding abfeuert, das heißt, die ist dann relativ zügig auch wieder verfügbar. Das müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Damit ist Silence erstmal war aus, sehr schön. Lux geht jetzt gerade hier um Warden. Muss eigentlich jetzt ein bisschen aufbauen, kriegt auch schon ordentlich Schaden, ne? Aber gut, ich habe jetzt auf jeden Fall auf Stufe 2 dann meinen zweiten Skillshot genommen. Während dann natürlich Darius oben auf der Toplane auch dann mal einen Kill bekommt. Jetzt stirbt er zwar noch gegen Cho'Gath. Jetzt wird es wahrscheinlich interessanter oben, deswegen gehen wir mal kurz schnell dahin. Shyvana noch gegen den guten Cho'Gath, aber ich vermute, da wird sie nicht mehr hinkommen. So, jetzt muss der wieder ein bisschen aufpassen, hat sich direkt hier mal von Lux Lightbind lassen. Muss ich ein bisschen aufpassen. Da habe ich jetzt ausnahmsweise auch mal den Schuss von Varus geblockt. Das heißt, wir haben uns hier quasi jetzt gegenseitig hier jeweils einmal das Leben gerettet. Das heißt, wir sind jetzt hier halbwegs wieder quitt. Jetzt kommt hier wieder Tante Lux, macht ja auch schon ordentlich Schaden. Da kann ich gerade noch im letzten Moment aus ihrem Lightbinding raus Arcane shiften. Und jetzt muss ich mal zusehen, dass ich hier die Fähigkeit mal durchbringe. Wie gesagt, Essence Flux, auch ein Skillshot. Auch da schießt halt so eine Energiewelle. Die kann allerdings nur Champions treffen, beziehungsweise auch durch Champions durchgehen. Macht dann magischen Schaden. Wenn das über verbündete Champions quasi noch drüber geht, wo man da eigentlich nicht so wirklich drauf achtet, weil eigentlich möchte man damit schon eher die Gegner treffen, haben einen erhöhten Attack Speed, 20%. Und bei Gegnern hat es dann noch so den Effekt, dass der Attack Speed 20% geslowt wird und das Ganze für 5 Sekunden. Was ihr jetzt gerade eben gesehen habt, da dieser Flash, obwohl ich gar keinen Flash genutzt habe und hätte da mal lieber machen sollen, da habt ihr dann aber gerade auf jeden Fall gesehen, war nämlich mein Arcane Shift, müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich hätte da zwar beinahe Lux weggeholt, aber im Gegenzug hätte mich wahrscheinlich dann der gute Varus getötet und das wäre es dann eher nicht worth it gewesen, wobei ich jetzt da auch gerade wieder sehr schön noch mit dem Mystic Shot getroffen habe. Und ja, dementsprechend war dann hier das vielleicht auch besser, sich erstmal wieder zurückzuziehen. Master Yi in Form von Magie kommt jetzt hier zwar noch auf die Botlane, aber kann da wahrscheinlich jetzt erstmal so nicht reinrennen. Also könnte wahrscheinlich schon, aber mit nicht vorhersehbaren Folgen, deswegen zieht das jetzt erstmal wieder zurück. Verschafft mir natürlich jetzt hier erstmal die Möglichkeit, in aller Seelenruhe ein bisschen Last zu hitten und damit den Rückstand, den ich durch ja, den Anfang quasi bekommen habe, da dann erstmal wieder auszugleichen. Magi muss erstmal in der Mitte seine Ulti dann noch verwenden. Das müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich mache aber auch hier schon, wie ihr sehen könnt, auch ganz ordentlich Schaden an den Gegnern. Allerdings auch hier Varus mit seinem Blighted Quiver und auch mit seinem Piercing Arrow dann ganz gut Schaden an mir. Das heißt, ich kann direkt mal wieder einen Heal Pot da einschmeißen. Aber zumindest ist die Lane jetzt wieder halbwegs in der Mitte, sagen wir mal. Und ich bin auch noch bei halbwegs ordentlicher Gesundheit, kann mich natürlich jetzt hier vom Dominico erstmal wieder hochheilen lassen und dementsprechend sieht das hier schon ganz gut aus. Natürlich auch wesentlich besser jetzt, also jetzt hier eher ein Vorteil für mich. Ist auch sehr schön, da hat der gute Victor gedacht, der Magi würde jetzt hier sofort Richtung Tower rauchen. Der bleibt so einfach stehen und macht erstmal sein Meditate. Aber gut, wir bleiben jetzt, denke ich, erstmal hier, wobei es sieht aus, als wenn in der Mitte jetzt hier die Feier abgehen würde. Deswegen hätte ich jetzt eigentlich gedacht, geht es dahin. Genau, geht es nämlich jetzt auch hier. Triple Gank quasi auf Kollege Victor. Und ich habe das Gefühl, der wird jetzt hier nicht mehr wegkommen. Ah, doch, die Ulti reicht zwar nicht ganz aus, aber durch den Tick von der Passiven reicht dann der Schaden auf jeden Fall aus. Jetzt hier wieder allerdings sehr viel Schaden auf meine Wenigkeit. Da muss ich wahrscheinlich jetzt gleich hier sogar noch weg. Arcane Shiften. Ich verwechsel das immer. Essence Flux ist der W und Arcane Shift ist sein E, also quasi dieser instantan Flash. Der allerdings auch noch, das habe ich ja noch gar nicht gesagt, auch noch danach dann so ein quasi ja, Auto-Tag rausschießt, also aber kein Auto-Tag ist, sondern ja einfach quasi dafür dann sorgt, dass der Gegner dann auch noch ein bisschen Schaden bekommt, also quasi die nächste gegnerische Einheit, die irgendwo steht. Da habt ihr auch gerade mal den Essence Flux gesehen und vor allen Dingen halt auch, wie er den Kollegen Varus hier getroffen hat.
der Debuff ist jetzt nicht mehr drauf, denn die 5 Sekunden sind schon rum. Aber generell natürlich jetzt hier ganz gut. Vor allen Dingen auch, was ich jetzt noch eigentlich vergessen habe zu sagen, ist jetzt die Combo aus Ezreal und Soraka natürlich auch relativ gut, weil Ezreal natürlich sehr auf seinen Skillshots basiert. Der hat das gerade gesehen, auch wenn ich das Thema wieder schön fangen lasse. Mal ein bisschen gucken, da auch gerade wieder mit dem Essence Flux hier hinterher. Und mit ein bisschen Glück, ja, wenn ich jetzt noch Mana hätte, könnte ich meine Ulti wahrscheinlich jetzt noch da durchjagen und einen Double Kill vielleicht sogar holen. Aber da reicht mein Mana leider nicht mehr aus. Aber jetzt hat mir der Willi gerade wieder Mana gegeben. Das heißt, jetzt hätte ich wahrscheinlich wieder genug für meine Ulti. Da kommt sie nämlich auch. Trifft auch Tante Lux und auch den guten Varus. Und die sind jetzt beide super low unter 100 HP. Aber es reicht halt trotzdem nicht ganz aus. Denn meine Ulti, das ist der, wo ist er? Da ist er wieder, der Kollege Israel. Das ist True Shot Barrage. Da kanalisiere ich für eine Sekunde eine riesige Welle aus Energie oder aus diesen kleinen Energiekugeln, die halt quasi global über die ganze Map fliegen. Und ja, macht schon ganz ordentlich magischen Schaden an jeder Einheit, die sie durchfliegt. Allerdings 8%, ja, wie quasi auch bei dem Piercing Arrow von Varus, 8% weniger bei jeder Einheit, wo sie dann quasi schon durchgeflogen ist. Dementsprechend, ja, je weiter hinten euer Ziel steht, desto weniger Schaden wird es dann auch bekommen. Allerdings Minimum 30%, das heißt immerhin doch so knapp mindestens 100. Allerdings, ja, habe ich jetzt zwar auch, glaube ich, die beiden relativ früh getroffen, aber trotzdem hat es dann nicht genug Schaden gemacht jetzt hier am Anfang. Allerdings konnte auch ich dann jetzt dadurch erstmal wieder nochmal zurück in die Base gehen und habe mir jetzt als erstes hier direkt Sheen geholt, was natürlich sehr gut ist, da ich ja doch recht häufig dann meine Fähigkeiten auch verwende und eben dieser Proc von Sheen dann doch ganz hilfreich ist. Das heißt, jedes Mal, wenn ich hier ein Ding damit treffe, dann kann ich da schon ordentlich Schaden mit meinem nächsten Autodeck machen, sonst lasse ich mich hier immer wieder von Tante Lux ordentlich wegbürsten, kriege hier wieder richtigen Schaden, muss direkt wieder meinen Summoner Heal machen. Ganz stark. Allerdings habe ich dann Glück, dadurch meinen Arcane Shift konnte ich immerhin noch die Ultimate von Varus dodgen, was jetzt hier schon mal sehr hilfreich war. Ich glaube, denn sonst hätte ich den Quick zeitlich hier gesegnet. Und dementsprechend jetzt hier unten gerade einiges an Ultimate auf mich quasi rausgehauen. Ja, Lux schreibt auch hier The Luck. Gut, kann man jetzt sehen, wie man will. Allerdings wird es jetzt vielleicht hier unten interessant, denn jetzt könnte ein Gank vom Magi kommen, der jetzt hier auch langsam an den Start kommt. Jetzt auch direkt hier Exhaust auf Kollegen Varus. Gehen wir auch hinterher. Direkt meine Ulti noch mitten durch. Lux dürfte jetzt auf jeden Fall hier noch fallen. Der Magi tankt jetzt hier mal noch schön den Tower mit seiner Meditation. Sehr gut gemacht. Und in der Zeit kann ich mich dann um den Varus kümmern. Und den Double Kill abstauben. Das war jetzt hier ein sehr guter Gank. Den gucken wir uns, glaube ich, auch direkt mal noch in der Slow Motion an. Denn wir sehen ja hier schon, dass das Spiel nicht allzu lange dauert. Aber dementsprechend können wir uns diesen Gank dann sicherlich nochmal gönnen. So, jetzt hier unten, der Willi schon relativ weit vorne, kann jetzt hier auch, wenn sobald Varus aus dem Busch wieder rauskommt, direkt sein Exhaust auf Varus drauf prügeln. Ich habe mich auch jetzt direkt hier oben hin Arcane Shift. Das mache ich jetzt mit dem Schienbrock und dem Brock von Mystic Shot quasi ordentlich Schaden. Dann flasht sich Varus gerade noch aus meinem Essence Flux raus. Jetzt kommt allerdings erstmal meine Ulti, auch noch hier Exhaust auf Master Yi. Jetzt hier meine Ulti trifft beide. Super low. Allerdings, wie gesagt, geht jetzt hier ins Meditate, was mir natürlich die Möglichkeit verschafft, weiter hier auf Varus anzugreifen. Sehr gut gemacht von Magi, auch gerade noch in Tau-Reichweite und da trifft der nächste Mystic Shot und damit hat es dann Kollege Varus auch hinter sich. Sehr gut gemacht, hier auf jeden Fall auch von Magi der Gang aus der Mitte runter. Und das verschafft uns natürlich jetzt hier unten wirklich einen sehr guten Vorteil. Mein dritter Kill, der andere am Anfang war ja eher so ein bisschen glücklich zufällig, aber der war jetzt hier schon wirklich sehr gut herausgespielt. Und ja, das ist eigentlich so der einzige Vorteil von Master Yi, der kann halt einfach mal unter den Tower springen, den Tower aggressieren und dann halt meditieren, das heißt, sein Team kann in der Zwischenzeit den Rest des Schadens dann machen. Und ja, ich vermute, wir werden jetzt ja sogar fast dazu kommen, den Tower einzureißen. Und dementsprechend sind wir natürlich jetzt hier dann fast schon am Ende der Laning-Phase angekommen, nach 12 Minuten zumindest hier unten auf der Bot. Dann kann aber auch sein, dass wir ihn erstmal doch noch stehen lassen, den guten Tower. Ich farme auf jeden Fall erstmal hier die Minions ab, anstelle da in der Mitte den Tower wegzumachen. So, jetzt wird hier der Mangi in der Mitte gegangen und ihr seht einfach mal, er bleibt am Tower stehen, meditiert und dann ist das Ganze hier eigentlich überhaupt kein Problem. Jetzt geht es sogar noch hinter Victor und hinter Chogas her und holen den Double Kill. Und ja, das ist halt so das, was Master Yi dann am Anfang eher ausmacht. Sehr gut auf jeden Fall gemacht, hier auch dann schön der Countergang von Shyvana. Und ihr seht, wir haben den Tower erstmal noch leben gelassen, denn wie gesagt, jetzt sind wir ja hier doch eigentlich relativ deutlich im Vorteil
Und dementsprechend wäre es natürlich jetzt eigentlich hier Quatsch, unsere Laning-Phase schon zu beenden. Wir gehen mal wieder runter. Da wir, wie gesagt, relativ dominierend jetzt hier auf der Lane sein sollten, auch gerade, wenn ich gleich nochmal shoppen war und wahrscheinlich schon meinen Phage auch noch am Start habe. Dementsprechend sollte ich jetzt hier dann eigentlich doch keine Probleme haben, hier weiter zu farmen und vor allen Dingen auch mir einen kleinen Vorsprung rauszufarmen. Und was wir jetzt hier als erstes direkt mal noch machen, ist den Kollegen Drachen ins Jenseits befördern, auch wenn es Varus hier oben steht. Allerdings glaube ich, ja, der hat zwar noch ein Ward da stehen, da müssen wir jetzt gleich ein bisschen aufpassen. Jetzt kommt nämlich schon gleich hier der Piercing Arrow. Direkt nochmal ein Ward, auch wenn das andere jetzt ausgelaufen ist. Und vermutlich wäre jetzt fast hier sogar noch der Killstreak erfolgt. Allerdings konnten wir da im letzten Moment das Ganze hier noch ja, mit Smite dann zu unseren Gunsten umwandeln. So, jetzt wird hier wieder interessant. Hier oben direkt Teamfight. Allerdings wird Victor wahrscheinlich jetzt relativ zügig down gehen hier gegen Shyvana, wenn jetzt gleich nicht noch der Heal kommt. Und hier unten direkt hinter Lux her und wahrscheinlich mit dem nächsten Auto-Attack dürfte sie dann auch direkt das Zeit hier gewinnen. Oder ich hoffe wahrscheinlich Master Yi vermutlich jetzt den Kill hier bekommen mit seinem Speed-Buff. Da kommt jetzt der nächste Auto-Attack und damit haben wir es dann hinter sich. So, jetzt kommt von hier oben Kollege Victor an. Der kriegt direkt mal den Mystic-Shot ins Gesicht. Doch flasht sich aber noch sehr schön über diesen Mystic Shot drüber. Das ist mir nicht so bewusst gewesen. Auf jeden Fall sehr gut gemacht. Aber jetzt kommt auch noch Varus. Der dürfte aber jetzt hier auch keine Chance mehr haben gegen Master Yi und mich. Hier sieht Master Yi macht damit seinem einen Alpha Strike schon so viel Schaden. Und dann geht erstmal noch der, sogar doch noch ein Double Kill, geht erstmal der Essence Flux mittendurch. Und dann trifft mein nächster Auto-Tag. Und dementsprechend mache ich dann schon wieder ganz gut Schaden. Das war dann, ja, der fünfte Kill quasi. Und einen Assist habe ich auch noch bekommen. Ach genau, den an Lux vorher noch. Aber jetzt seht ihr hier, wir sind doch sehr dominant unterwegs. Toplane hat, glaube ich, auch hier kaum Probleme da. Ja, Vladimir zwar nur mit 0-1, aber auch Darius schon mit 3 Kills. Das heißt, er war scheinbar auch in der Mitte ganken. Und ja, ich farme. Habe jetzt mittlerweile auch schon 2200 Gold hier zustande. Das heißt, ich kann mir gleich quasi instantan meine Trinity Force leisten. Werde jetzt hier auch sicherlich die Wave noch weiter in den Tower reinpushen und dann erstmal wieder zurück in die Base gehen, genau, denn mein Mana ist jetzt erstmal soweit alle. Dementsprechend jetzt auch hier ohne Probleme erstmal zurück. Habe ja die Wave auch weit genug gepusht. Jetzt wird wahrscheinlich erstmal hier ein Phage folgen und vermutlich auch schon ein Seal. Ich weiß nicht, wie viel Gold habe ich denn noch? Okay. Das heißt, da musste ich jetzt mal noch ein bisschen warten auf mein Seal, aber ich glaube, das habe ich jetzt hier sogar gemacht. Habe auch erstmal noch meine ganzen Health Potions verkauft, deswegen ist mein Gold hier gerade eben so sprunghaft angestiegen. Okay, habe mich dann doch dafür entschieden, nicht so lange zu warten, denn die beiden waren hier unten wieder ein bisschen pushen und unseren Tower verlieren wollten wir natürlich dann trotzdem nicht. Ja, mir fehlen jetzt hier noch irgendwie sowas wie 30 Gold oder so. Das war natürlich jetzt hier ein bisschen bitter. Hätte ich vielleicht noch warten können. Aber wie gesagt, die beiden waren hier unten schon wieder munter unterwegs und dementsprechend, ja, habe ich dann erstmal sein gelassen. Was ihr natürlich immer machen könnt, allerdings lohnt sich das eigentlich wirklich erst, wenn ihr schon halbwegs ein bisschen was an AD angesammelt habt. Könnt ihr natürlich, wenn euch ein bisschen Gold fehlt, einfach mal eure Ulti aus der Base irgendwie in die Lane runterschicken, irgendeine. Damit dann halt versuchen, ein paar Creeps abzustauben. Jetzt hier oben ganz interessant, der gute Darius gegen Vladimir. Der hat wahrscheinlich jetzt hier ziemlich zügig das Zeit hier gesegnet. Dann kommt jetzt mal noch die Shyvana Ulti da aus dem Gefahrenbereich hier raus. Und mit Glück werden sie wahrscheinlich jetzt sogar hier beide noch wegkommen. Sehr schönes Exhaust auf Chogas. Das heißt, der kann da überhaupt nichts mehr machen. So, dann mache ich jetzt hier hinter Lux her. Die bügelt er einfach mal am Tower weg und werde das mir wahrscheinlich jetzt hier oben auch noch Kollegen Darius wegführen, genau dann eben. Ich glaube, der Arcane Shift hat sogar da den Kill geholt, deshalb hat er gerade gesehen. Eben, ich teleportiere mich dann halt zu einer anderen Stelle und schieße halt dann eben auch diese kleine Energiekugel weg. Jetzt hat Darius oben auf der Top-Lane allerdings auch noch erwischt, genauso wie Shyvana, weil nämlich Kollege Victor auf einmal nach oben auf die Lane gegangen ist. Das haben wir jetzt hier so gar nicht mitgekriegt und ich hoffe, der Magier hat es im Chat angesagt, sonst gibt es ja wieder Mega vom Meister. Und ja, ich gehe jetzt erstmal hier in den Wald, um da noch den Jungle hier zu machen. Das sollte dann auf jeden Fall auch genug Gold für mein Trinity Force sein. Jetzt auf jeden Fall hier schon wieder 1000 Gold in der hohlen Hand quasi. Das heißt, das müsste eigentlich reichen. Deswegen gehe ich schon jetzt auch jetzt mal wieder weg zurück in die Base. Oder nein, wir gehen zum Blue Buff. Kann natürlich auch sein, dass wir erstmal Blue Buff machen. Und dann gucken wir mal. Und ihr seht hier wirklich die Symbiose aus Soraka und Ezreal wirklich sehr, sehr gut. Dadurch, dass sie mir einfach ständig Mana geben kann und auch heilen kann. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Kombi. Ich weiß gar nicht, wer jetzt hier den Blue Buff kriegt. Ich glaube, der Magi.
Dafür müsst ihr allerdings jetzt mal hier an den Start kommen. Ich laufe jetzt irgendwann noch das Kite erstmal hier das Schöne und dann kommt der Alpha Strike. Und dann kriegt er direkt den Bluer. Dafür darf ich mir jetzt dann hoffentlich hier mal die Wölfe holen, auch wenn Shimano das wahrscheinlich gar nicht so nett fand. Aber egal, jetzt erstmal wieder in die Base und Trinity Force zu Ende bauen. Und mit ein bisschen Glück kriegen wir dann vielleicht sogar noch ein empirisches Zepter zusammen. Ja, genau, da ist nämlich Trinity Force. Und vermutlich dann auch noch ein Vamp-Zepter, damit wir dann uns im Notfall auch selber noch ein bisschen hochheilen können. Machen ja jetzt auch schon halbwegs ordentlich Schaden. Wie sieht es denn bei Kollege Varus aus? Der hat 116 AD mit zwei Dorans. Ja, ich habe mein Trinity Force zwar nur im Anführungszeichen 119 AD, aber ja, wie gesagt, aufgrund dadurch, dass ich meine Fähigkeiten ja so rausbrüllen kann und halt eben auch noch die Sheenprox ständig dabei habe, mache ich da doch ein bisschen mehr Schaden. So, jetzt kommt hier meine Ulti. Jetzt kann ich auch hier sehr schön hinterhergehen. Ich bin zwar noch dummerweise gestunt worden. Ich weiß gar nicht, ob meine Ulti da noch irgendwie getroffen hat. Da müssten wir uns vielleicht direkt nochmal 15 Sekunden zurück angucken und nochmal 15 Sekunden zurück, was hier jetzt in der Mitte passiert. Denn ich glaube, jetzt wird hier erstmal der Magi in der Mitte gegankt. Hier gleich von drei Seiten. Geht jetzt direkt noch mit seinem Alpha Strike durch. Ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Meditiert erstmal schön wieder am Tower. Und jetzt kommt allerdings hier der Triple Gank. Chogas geht auch hinterher, trifft auch mit seinem Rupture Lux, kommt auch noch von unten. Und genau aus dem Grund mache ich nämlich, wenn ich jetzt hier noch meine True Shot Barrage hier mitten durch. Mehr kann ich nämlich jetzt gerade im Moment erstmal nicht mehr für den Magi leisten. Ich darf auch, glaube ich, damit immerhin noch den Kollegen Victor, genau ihr seht, machen schon ein bisschen was an Schaden da. Geht's aber auch direkt mal rein hier mit dem Essence Flux, mit dem Arcane Chef, mit dem Essence Flux und mit dem Mystic Shot kann ich ihn dann quasi wegholen. Allerdings jetzt erstmal hier wieder im Gravity Field drin und dadurch gestunt worden. Das heißt, da komme ich jetzt natürlich erstmal nicht mehr raus. Aber zumindest wieder einen weiteren Kill, auch wenn der Magi dafür dran glauben musste. Auch sein erster Tod. Ah, war gar nicht bewusst geworden vorher. Shyvana hier total am Fieden mit drei Toten. Ne, keine Ahnung, geht ja auf jeden Fall noch alles klar. Und ja, wir pushen jetzt, denke ich mal, auch hier die Midlane, denn ach ne, der ist ja schon weg. Gut, dann gehen wir vielleicht doch lieber auf die Botlane, denn da ist wieder Kollege Varus am Pushen. Ich weiß nicht, der hatte da scheinbar nicht so viele Freunde. Aber mal gucken, was jetzt hier so passiert. Ich vermute, den werden wir wahrscheinlich jetzt hier im Busch nicht mehr erwischen. Geh jetzt zwar direkt auch mal rein, schieß auch mal einen Predict Shot quasi in die Hecke. Mit dem Arcane Shift kann man dann auch immer sehr schön irgendwelche Abilities dodgen, die dann im Notfall aus der Hecke schon rausgeschossen worden sind. Und ja, wir farmen und farmen und farmen einfach mal ein bisschen weiter hier unten. Mittlerweile auf 104 zu 92. Ich meine, bei einem 04 war es auch ja, sicherlich gerechtfertigt, dass er im Farm ein bisschen unter mir ist und eigentlich unverständlich, dass ich jetzt 104 CS habe. Aber gut, damit können wir leben. Jetzt geht hier oben wieder lustig ein Teamfight ab. Das haben wir irgendwie gar nicht mitbekommen. Irgendwie waren Darius und auch Shyvana da ein bisschen überaggressiv. Jetzt kann aber hier Darius sehr schön noch den Kill an Lux holen. Der Magi ist mittlerweile auch da. Ich glaube, es kommt gleich sogar noch, ich weiß gar nicht, ist meine Ulti nicht schon irgendwo hergeflogen? Habe ich meine Ulti nicht geschossen? Doch, habe ich. Wo ist die denn hergeflogen? Keine Ahnung, hat man auf jeden Fall nicht gesehen. Und jetzt können hier Darius und Master Yi schön hinter Victor hergehen. Der dürfte wahrscheinlich jetzt, genau, jetzt geht nämlich Magi einfach in den Tower, hat ja schon die Tower-Aggro und wird jetzt, denke ich, sicherlich dafür sorgen, dass jetzt der gute Darius hier den Kill bekommt, auch wenn er jetzt erstmal noch gestunt wird in Tower-Reichweite. Aber generell ja gar kein Problem. So, und vor allem auch sehr schön, dadurch, dass ja dann Victor noch gefallen ist, konnte der Magi dann direkt am Tower mal wieder meditieren. Muss jetzt eigentlich ein bisschen aufpassen, jetzt kommt hier eine sehr schöne Ulti von Varus, der macht auch schon ein bisschen was an Schaden. Aber ich vermute, da dürfen wir wahrscheinlich jetzt hier noch hinkommen. Ich flash sogar noch hinterher und hoffentlich jetzt mit dem nächsten Auto-Hit oder mit dem, nein, der Red Buff hatte ich ja noch, der wird dann den Kill an Varus sagen. Das muss ich ein bisschen aufpassen, dass das Vladimir noch hinter mir herläuft, macht er aber nicht. Deswegen nehme ich jetzt erstmal hier den Langweg, beziehungsweise auch gar kein Problem. Ich kann ja immer sehr schön über Wände auch Arcane shiften und dementsprechend relativ easy da entkommen. Ja, mittlerweile 8.03 hier. Ihr seht, das geht sich doch ganz gut an. Und ich vermute, wir werden es jetzt direkt mal wieder Richtung Dragon auf den Weg machen, um das lustige Vieh dann da auch noch zu töten. Genau so sieht es nämlich aus. Shyvana und Darius sind schon da. Und dann gucken wir mal. Jetzt ist nämlich der Kollege Choas auch gerade noch durch die Hecke am Rennen. Noch ein bisschen gucken, denn irgendwie hatten wir gerade scheinbar nicht so das Bedürfnis, da runter zu gehen. Jetzt kriegen sie auch unten direkt mal richtig auf den Sack. Shogas kann auch da den Dragon Steal. Jetzt der Laser von Lux geht zwar mitten durch, trifft aber irgendwie mal wieder überhaupt keinen. Da kommt sehr schöne True Shot Barrage von oben, macht jetzt hier auch schon, wie ihr sehen könnt, richtig viel Schaden.
Darius hat jetzt leider auch schon hinter sich, vermutlich gefressen von Cho'Gath. Jetzt kommen allerdings hier der Willi und ich von oben. Das heißt, der Magier kann jetzt erstmal direkt wieder rumdrehen und direkt wahrscheinlich jetzt hier richtig schön durchgehen. Ich mache auch schon ordentlich Schaden jetzt da an Cho'Gath bzw. an Wladimir. Er hat jetzt erstmal hier drei Leute vom Rupture getroffen. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Aber jetzt, denke ich, können wir ihn hier so lange durch die Gegend kiten, bis zumindest das Kapitel Cho'Gath dann erstmal weg ist. Und genau mit dem nächsten Autotit genau geht der Kill dann an mich. Das heißt, jetzt kann ich wieder schön meine Mystic Shots loslassen. So, mit dem nächsten Autotick dürfte dann wahrscheinlich auch Lux das hinter sich haben. Oh, das trifft noch nicht mal, der Mystic Shot. Willi Flash auch noch hinterher, da jetzt geht der Wladimir ziemlich früh in seinem Pool. Das hilft mir natürlich, jetzt kann ich meine Mystic Shots einfach über ihn drüber feuern und damit Tante Lux wegholen. Und dann kriegt der Magi sogar auch noch einen Kill. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Ich tank hier dummerweise gerade den Tower ziemlich auch glücklicherweise erstmal relativ zügig wieder zurück. Und ja, fahre mich jetzt erstmal hier quasi an den Minions wieder ein bisschen hoch. Und ein bisschen aufpassen, nicht, dass gleich hier noch irgendwie Laser angeflogen kommt, was wahrscheinlich der Fall sein wird. Erstmal noch Alpha Strike von Master Yi und dann ziehen wir uns doch lieber erstmal wieder zurück. Jetzt seht ihr aber, kriegt hier Victor schon ordentlich was an Schaden, sondern da seht ihr jetzt schön getrollt quasi. Und jetzt gehen wir, glaube ich, gleich einfach wieder drauf, nämlich Master Yi jetzt mit seinem Alpha Strike rein. Und jetzt, ja, dummerweise rennen wir da beide noch schön quasi in, warum ist der denn jetzt noch gestorben? Interessant. Ich weiß nicht genau, warum Victor da jetzt noch gestorben ist. Auf jeden Fall, obwohl wir da beide schön ins Gravity Field reingerannt sind, hat der Magier dann da noch den Kill bekommen. Gut, das heißt mittlerweile hier 10-0-5, 7-1 für Magi und ja, dementsprechend war es jetzt hier nicht verwunderlich, dass das gegnerische Team dann doch relativ zeitig die Segel streicht. Ja, nach anfänglichen Problemen mit Flash und Heal in Minute 2 auf der Botlane. Wie gesagt, ich glaube, wenn das da anders gelaufen wäre, wäre auch dieses Spiel sicherlich anders gelaufen. Aber dann nachher, nach diesem sehr schönen Gank aus der Mitte von Magi, war dann unten eigentlich die Messe gelesen. Und ja, wir gehen dann jetzt hier Legendary, glaube ich, mit 10-0-5 aus diesem Spiel. Magi mit 7-1, Noob Darius, also ich, damit meine ich den Champion, nicht den Spieler, mit 7-3. Und ja, unser Jungler hat immerhin eine Menge Assists bekommen. Der Willi hier mit perfekten Supporter-Stats, 0-0-12. Das geht klar, würde ich sagen. Zu den Items, also Trinity Force ist eigentlich Must-Have und danach eigentlich so Standard-AD-Sachen wie Blutdürster und Infinity Edge sicherlich ganz gut. Berserker Greaves eh für Attack Speed, es sei denn, ihr habt ein Team, also ein gegnerisches Team, die vor CC nur so strotzen, was jetzt hier eigentlich fast der Fall war, denn wir haben immer hier einen Slow Stun, einen Snares, Knock-Up, Stun Ulti, das heißt, da ja, hätte man fast drüber nachdenken können, und vor allen Dingen sogar hier 4 AP-Chars, da wäre sogar fast hier die Mercury Treads auch eine ganz gute Wahl gewesen, aber gut, wenn man natürlich so dominant ist auf der Lane, wie jetzt in diesem Fall unten, ist natürlich sicherlich auch hier dann die Berserker Greaves ganz, ganz gut. Ja, ansonsten, dann habt ihr im Endeffekt hier dann das Infinity Edge und hier den Blutdürster, im späteren Verlauf dann natürlich sicherlich auch sowas wie ein Guardian's Angel nicht schlecht, denn obwohl Ezreal natürlich sehr mobil ist durch seinen Arcane Shift, ist er natürlich dann trotzdem eigentlich jetzt zumindest in diesem Zustand Hauptziel des gegnerischen Fokuses und ja, ich hatte eigentlich auch gedacht, dass da ein bisschen mehr kommt, allerdings ist ja auch nie wirklich so ein richtig großer Teamfight zustande gekommen, immer sondern immer so kleine Fights, wo dann die Leute nach und nach hinzugekommen sind, dementsprechend gab es da natürlich auch nicht wirklich was mit Fokus etc. Aber wie gesagt, trotzdem später dann natürlich in Guardian's Angel auch nahezu unverzichtbar oder zumindest sowas CC aufhebendes wie ein Quicksilver Sash oder sowas. Und ja, dann könnt ihr halt ein bisschen gucken, was im gegnerischen Team ist, ob ihr euch dann vielleicht noch einen Phantom Lancer holt, um noch schneller da eure Autotexte rauszuprügeln und vor allem auch ein bisschen mobiler zu sein. Oder ob ihr euch ein Last Whisper holt, falls jetzt in ihrem Team ziemlich viel Rüstung aufgebaut wird. Aber bis hier sieht es eigentlich nur so aus, dass allein sich und allein Cho'Gath hier sowas am Bilden war. Dementsprechend wäre das wahrscheinlich jetzt hier auch nicht so gut gewesen. Und ansonsten, ja, knallte ich halt mit irgendwelchen Schadenssachen voll. Und ja, dann soll es das jetzt sogar schon zu Ezreal gewesen sein. Relativ kurzes Match, aber man hat, denke ich, gut gesehen, wie man gerade mit der Combo Soraka
Ezreal irgendwann dann die Bottomlane dominieren kann. Nee, das ist gegen das Team hier nicht gut gewesen, aber gerade mit dem Soraka, nicht Soraka, mit dem Lux Snare über das Lightbinding. Und dadurch, dass sie halt beide doch relativ viel bursten konnten, da auch haben sie teilweise uns schon arg in Bedrängnis gebracht, aber das haben wir natürlich dann auch gegenseitig sehr gut zu verhalten gewusst. Am Anfang der Willi noch vor mich gesprungen und dann kurze Zeit später ich vor ihn, um da den Piercing Arrow Schaden zu reduzieren und damit das Leben des anderen zu sichern. Ja, das soll es dann aber wirklich gewesen sein. Als nächstes wird es ein Let's Play, und jetzt muss ich überlegen, entweder Lux Mitte oder Annie Mitte geben. Ich weiß es noch gar nicht genau. Auf jeden Fall nochmal in AP mit Char. Irgendwie habe ich in letzter Zeit sehr häufig AP Mitte gespielt. Da habe ich nochmal einiges ausprobiert und ja, mittlerweile habe ich sogar fast wieder richtig Gefallen daran gefunden. Wie gesagt, Annie ein, ja, meiner Meinung nach sehr vergessener Char. Habe ich sehr, sehr lange nicht gesehen. Deswegen auch einfach aus Spaß nochmal gespielt und hat halt sehr gut funktioniert. Lux war auch ein gutes Match. Das heißt, da könnt ihr einfach zum Beispiel in die Kommentare posten oder auf Facebook, was ihr lieber als nächstes hättet. Das andere Video kommt natürlich auch, aber dann wahrscheinlich erst ein oder zwei Videos später. Dementsprechend, ja, schreibt in die Kommentare, was euch da am besten gefallen würde und demnach werde ich mich dann vielleicht auch danach richten. Ansonsten, auch hier wieder der Hinweis, bitte das Upvoten nicht vergessen, denn davon leben wir Let's Player. Deswegen Daumen hoch auf YouTube und auf Facebook. Und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play League of Legends. Mein Name ist Einstein Ninjo und ich bin raus für heute. Macht's gut, Leute. Ciao, bis zum nächsten Mal. I don't know.